König Alfonso VI. De Valois grüßt euch alle recht herzlich in seinem Lande Portugal. Wir sind zurück im Spiel um die Welt, im Spiel um Europa, wo ich doch versuche, mit meinen 43 Jahren noch eine entscheidende Rolle zu spielen, auch wenn man mir nachsagt, dass ich ein Veruntreuer und maßlos bin. Aber vielleicht zeigt das auch nur meine enorme Gier gegenüber Kolonien und neuen Ländereien, die ich für mein Land in Besitz nehmen möchte. Und hier, ich glaube es nicht, Marokko überfällt unsere Grenzen schon wieder. Und Moskau und England haben beide ein goldenes Zeitalter ausgerufen. Sehr interessant. Aber ich werde mich nun wieder begeben in das Kongresszentrum Europas in Terra Semper TS zu den anderen Herrschern der Welt. Channel switched. Okay, verstehe, verstehe. Eisfrei, könntest du mal kurz kommen? Was User left your channel. User left your channel. Ja, ich bin beim Land angestellt. Der portugiesische König Alfonso VI. De Valois grüßt alle anderen großen Herrscher der Welt hier im Kongresszentrum Terra Semper. Hohe Grüße zurück. Der mächtige Herrscher aus Karakumdu kommt aus seiner Zeit des Batens zurück. Frage, kann ich den Adel oder den so auch rausschmeißen oder geht das nicht? Ja, du kannst den Adel auch so rausschmeißen, doch du musst schauen, ob das auch noch loyal bleibt. Weil wenn, kann es sein, dass Rebellen dort in der Provinz entstehen. Welches Land bist du? Schweiz. Seit wann haben Republiken denn Stände? Ich weiß es auch nicht. Ich haben sie, aber sie brauchen nicht die Kaufmänner. Sie müssen haben Kaufmänner Land geben, aber sonst niemanden, glaube ich. Ja. Die Kaufmannsrepubliken, die haben keine Stände. Ah, okay. So, ich stelle eine Stufe hoch. Ein Gesandter des Königreichs Kastilien, Aragon und Neapel hätte gerne seine Heiligkeit den Papst gesprochen. Ja, klar. In den Heiligenstuhl. So. Ich würde gern mit dem Besitzer oder Dogen von Venedig sprechen. Einen Moment. Könnten wir uns Besprechungsraum 2 treffen? Einen Moment, gleich. User left your channel. Chipper, wenn du gerade nichts zu tun hättest, dann könnten wir kurz in einen anderen Raum gehen, damit wir kurz besprechen, wie wir jetzt in Nordfrankreich expandieren würden. In Nordfrankreich expandierst du nicht. Also ich werd über diese Linie nicht gehen, aber ich meine Brabant und so, weil wenn ich die angreife, dann erklärt mir Burgund den Krieg. Brabant. Ich wollte es gerade sagen, warum sagst du jedes Mal Brabant? Vielleicht das heißt der Brabant. Nein, Brabant. Man sagt Brabant. Dazu, schau mal genau hin. Oh, Brabant. Okay, das muss ich mir merken. Das ist ein Running Gag. Der portugiesische König freut sich jedes Mal. Wenn man die eigenen Nachbarländer nicht kennt. Ich zieh dich mal in die Brabant Geig runter. User was moved out user of left your channel. User joined your channel. Kann er durch von Venedig runterkommen? User joined your channel. Welchen Raum? Derjenige, der Hessen spielt, soll mal runtergehen zu Zatuna. User left your channel. User left your channel. Dein kleines Serb ist jetzt ziemlich rebellisch. Wieso ist Serbien rebellisch?
Also er würde auf jeden Fall mal unabhängig Unterstützung annehmen. Maschini Sachsen, die, ach so, sind aufgebracht. Ja, ich komme mit. Ich komme mit. Alles klar. Aber ihr freies Bestreben ist 28, also sollten sie nichts tun. Sag nur, mir ist es aufgefallen. Ja, sie sind noch ein bisschen beleidigt, weil ich ihnen das Vasallentum aufgezwungen habe. Was ist denn hier in Syrien geschehen? Nichts, nur kleine Grenzverschiebungen. Ja, der Sultan der Mameluken ist leider im Kampf erlegen. Der arme Kirchenstaat ist ja in einem riesigen Krieg verwickelt. Der Sultan vom Mamelukenreich hat auch seine Verbündeten verloren, wie ich sehe. Ja. Die wollten gegen das Osmanische Reich nicht verteidigen. Aber der Osmanen ist erst eingefallen, nachdem die mongolischen Horden vor Timur gesiegt haben. Ja, diese Timuriden da im Osten sind mir auch ein Dorn im Auge. Nee, ganz coole Typen. Hat denn der Sultan Yusuf der Erste Hassanid Zeit für einen Staatsbesuch von König Alfons dem VI. De Valois? Sprich von Portugal. Ach, ja. Ja, natürlich. Oh, im Besprechungsraum 4. Okay. Channel switched. User joined your channel. Gegrüßt. Seid gegrüßt. User joined your channel. Ich muss ganz kurz mich in meinem Lande noch um ein Rebellenproblem kümmern. So. Und zwar wollte ich mal fragen für die Zukunft, da euch ja eure ehemals treuen Verbündeten so schmählich verlassen haben, Marokko und Tunesien, um den Osmanen gegen euch sozusagen zu unterstützen, ob ihr in Zukunft Interesse daran habt, gegen diese treulosen Länder Tunesien und Marokko vorzugehen, irgendwann in Zukunft. Nicht jetzt direkt, aber irgendwann mal. Interesse ist vorhanden, allerdings sind die ja noch im Bündnis mit den Osmanen. Ja, ich meine, wenn dann... Das heißt, es muss dann, wenn... Eine große Koalition müsste dann bestehen, natürlich. Vor allem ist, wir sind von Feinden umringt. Unser einziger Verbündeter ist heute geistig umnachtet, sprich KI, der Äthiopier. Oder Verbündeter war, ja, war noch unser Verbündeter, aber der ist jetzt KI. Ich glaube, mit Quarakoyunlu könnte sich vielleicht was ergeben, aber da müssen wir uns erst neu orientieren. Aber das große Problem ist, weil die Timuriden sind uns auch noch feindlich, also wir müssen sehr aufpassen. Ja, das verstehe ich natürlich absolut. Es wäre natürlich schön, wenn ihr euch hier stärken könnt mit Karakunlunlu. Aber wie gesagt, vielleicht, wenn der Tag gekommen ist, werde ich euch noch einmal aufsuchen und dann habe ich vielleicht mehrere Verbündete noch auf meiner Seite, wie Kastilien und Frankreich, sodass so ein Krieg auch sehr erfolgsversprechend sein soll. Ich wollte nur schon mal vorfühlen, ob denn die Mamelucken dann Interesse haben, wenn der Tag gekommen ist. Also wir stehen auf alle Fälle eurem Angriff wohlwollend gegenüber nach diesem schmählichen Verrat. Sehr gut, alles klar, dann weiß ich als portugiesischer König Bescheid. Das freut mich. Wir denken, dass ihr dies durchaus problemlos schaffen müsstet. Solange ihr diese Hoheit besitzt, denn der Osmane kann da ja nicht verstärken und... Das ist wahrlich noch ein Problem, dem wir uns dann annehmen wollen und müssen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir das schaffen. Gut, dann... Das ist sehr erfreulich. Das freut uns, dass wir jetzt hier... Wir werden auch mal einen Diplomaten zu den Mamelucken schicken, um für die Zukunft unsere Beziehungen zu verbessern. Das ist, denke ich, hier ein Akt in die richtige Richtung, in eine Zukunft, die unseren beiden Ländern wohl gesonnen sein wird. Gut. Wir schicken dann auch einen Diplomaten und hoffen, dass dies in seinen muslimen Nachbarn verborgen bleibt. Ja, die Timuriden sind wohlgesonnen. Die Timuriden sind auch hier in Kairo. Ein Abgesandter der Timuriden? Ja, es hat geheißen, ich soll runterkommen. Habe ich das vielleicht missverstanden? Aber gar nicht mitgekriegt. Interessant. Anscheinend. Aber ich meine,
gut gesinnte Timuriden sind ja auch nicht so schlecht. Eben, ich habe jetzt gedacht, Marokko ist eine lange Reise. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt wirklich eher als portugiesischer König den Mamelucken gemeint. Aber wir freuen uns, wenn es den Timuriden gut geht. Die Timuriden können sich ja auch im Sinne der Mamelucken Richtung Osten entwickeln. Da freut sich bestimmt die Mamelucken auch darüber. Ja, oder eben Richtung Westen gegen die bösen Osmanen. Ja, oder gegen die Osmanen mit den Mamelucken zusammen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, aber da habe ich ein kleines Ländchen dazwischen. Ja. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr nicht weiter gegen die Mamelucken vorgeht. Weil wir haben mit dem Osmanen einen ärgerlichen Feind und klar, es ist wahrscheinlich verlockend, wenn ihr dann leichte Landgewinne gegen uns erreicht, aber irgendwann grenzt ihr dann an den Osmanen an und wie es dann auf Dauer so positiv ist. Gut, ich würde sagen, dann haben wir hier erstmal alles Wichtige besprochen und ich bedanke mich. Wir verabschieden uns dann. Genau, ich bedanke mich für die Gastfreundschaft in Kairo und ich werde mich zurück nach Lissabon begeben. Danke euch auch. User joined your channel. Der Erzherzog von User Österreich erklärt nun, dass die Österreicher ihren Whisky nun in Schottland kaufen, da diese verräterischen Iren einen anderen Glauben haben. Ist der... habe ich schon seit Ewigkeiten. Ist der große König Charles VIII de Valois von Frankreich anwesend? Natürlich. Wir haben ja auch würde er Whisky gekauft. Nach Lissabon zu seinem Verwandten eine kleine Reise machen? Mit einer natürlich, ich werde mit Freude an das Meer von Portugal kommen und mit ihm den besten Wein des Landes genießen. Sehr schön. Genau, Sprechungsraum 3. Ja, dann. Was kann ich denn mit meinen Verwandten klären? Ja, eine kleine ärgerliche Sache, die der Fehler Portugals war und ich hoffe sehr, dass unser freundlicher Verwandter uns da entgegenkommen wird. Die Goldküste ist mein Anliegen. Meine Aufgabe war es eigentlich hier, die Goldküste, die ja Kastilien schon hatte, zu halten. Leider wurde ich dann von eigenen Rebellen angegriffen, die schändlich hier das Territorium wieder erobern wollten. Aus dem Grund musste die Armee dort abgezogen werden. Gibt es eine Möglichkeit, dass ihr euch vielleicht für die Kapküste oder ähnliches entscheidet und Kastilien wieder die Goldküste überlasst? Das wäre mir ein sehr wichtiges Anliegen. Ich verstehe das Problem, aber das Ding ist, ich hatte es schon auf die Goldküste abgesehen, als ich mich in Afrika ansiedelte und musste dann mit ansehen, wie Kastilien es mir vor der Nase weggeschnappt hat. Und nun habe ich halt die Gelegenheit ergriffen, was mein ist, zurückzuholen. Gut, es war ja nie in der Hand der Franzosen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn habe. Ich das so sehe, war das auch nie in der Hand von den Kastilianern. Doch, die hatten hier wirklich eine Kolonie. Ja, dann würde ich ja keine Kolonie machen können. Ja, sie hatten eine Kolonie und haben sie verloren. Hatte Frankreich dort eine Kolonie? Wollte da eine machen, aber Kastilien war schneller und jetzt war ich halt der schnellere Finger. Über Geld können wir hier auch nicht sprechen? Nein. Ich habe euch schon Südamerika und die Karibik gelassen. Etwas Kolonialspielraum möchte auch Frankreich haben. Nun gut, das betrübt uns natürlich sehr. Ist Kastilien sich auch schön im afrikanischen Kontinent am Ausbreiten. Kastilien? Im afrikanischen Kontinent? Ja. Wo denn genau, bitte? Ihr habt zum Beispiel in Sao Tome. Eine... Haben sie nördlich in Fernando Po. Haben sie da, wo sie ihre 5000 Armee haben. Nun gut, dann... Benin, im Golf von Nigeria. Dann bedanken wir uns natürlich trotzdem für den Staatsbesuch, auch wenn es nicht so wie erhofft ausging, aber wir verstehen natürlich auch euer Anliegen. Ich verstehe euch, aber wir hatten angenommen, dass die Elfenbeinküste uns gehört, bis sich da ohne zu fragen Kastilien niedergelassen hat. Gut, das war aber auch nie, leider wenigstens nie abgeklärt, dass
dass Frankreich hier sozusagen... Ja, aber es war auch nie abgeklärt, dass Kastilien hier darf. Ja, das... Ich verstehe auf jeden Fall auch eure Pläne und so weiter. Oh, und wir haben das Zeitalter der Reformation. Ich würde sagen, das ist doch das perfekte Ende für unser kleines Fest hier in Lissabon. Ich hoffe, es hat euch gefallen trotzdem. Ja, es war wunderbar. Ich danke euch vielmals und ich kehre gerne wieder. Sehr schön, alles klar. Dann zurück ins Kongresszentrum der Welt. User left your channel. Channel switched. Die Reformation, ja. Okay, jetzt. Was kann man hier eigentlich machen? Ja. So, aufgrund dieser Tatsache hat sich Isabel die Erste de Trastamara entschlossen, die beiden Länder, welche schon seit langem in Personalunion geführt werden, nun einzugliedern in das Königreich von Spanien. Oh, Gratulation vom portugiesischen Hof. Ich werde den Wein, der dieses Jahr gepflanzt ist, in eine Sonderflasche packen und euch ein paar Kisten schicken. Möge dieses Jahr unvergessen sein. Belagern kannst du, glaube ich, schon alleine. Ja, kein Problem, danke. Aber jetzt die 25 Gold bitte noch einmal schicken. Warum das jetzt? Macht ihr bitte euren Kampf, wenn ihr euren Krieg habt, in einem extra Channel, bitte. Damit ja, nee, ihr habt jetzt nämlich in ihr Rollenspiel reingeklappert damit. Nicht böse nehmen, aber bitte das in einem extra Channel dann machen. Das war nur eine Rebellion, die ich ihm geholfen habe, niederzuschlagen. Kackel, machst du gleich mit jetzt gegen Brabant und so? Nein. Ich helfe nur, ich mache keine Regel. Du auch drin bist, Hat denn jetzt die neue spanische Königin Isabel, seit dass wir sie besuchen können, das sind Alfonso der VI de Valois von Portugal? Ja, selbstverständlich. Sehr schön. Besprechungsraum 1. User left your channel. Ich frag mich gerade, warum Toledo noch die Hauptstadt ist. Ich dachte, die wechselt nach Madrid. Keine Ahnung. User joined your channel. Nee, dafür gibt's einen extra Entscheidung. User joined your channel. Ach so. Ah, das mächtige Spanien, meine Glückwünsche. Bin ich hier? Ist schon weg. Channel switched. Oh, ich bin wohl nicht gewechselt, Entschuldigung. Ja, eins vorweg, ich muss hier gerade einiges machen, weil ich hier quasi User joined your ja, jetzt die ganzen Sachen hier eben umstellen muss und so weiter und so. Ja. Ich würde gerne den spanischen König nachher noch kurz unten im Besprechungsraum 2 besprechen. Ja, können wir dann auch machen. Also wenn du dann kommen könntest, da ist Venedig und Hessen, da geht's um den Krieg. Ja. Muss nur damit du ungefähr Bescheid weißt. Ja. Wollte nur sagen. Gut, bis dann. Ja, und ich muss leider ein großes Missgeschick meinerseits bekannt geben. Es tut mir sehr leid. Wir hatten Rebellen in portugiesischem Kongo und wollten uns derer schnell annehmen. Und genau exakt in diesem Zeitpunkt musste es leider eine Revolte in der Goldküste geben. Es tut uns sehr leid und aus dem Grund möchte sich Portugal natürlich... Oh, wollte sich Portugal passend entschuldigen, das wird dann gleich passieren. Ja, das passt schon, das ist alles okay. Ich bin jetzt hier gerade eher am Umstellen, weil wir müssen jetzt, da ich jetzt sehr mächtig im Handelspunkt Genua bin, ja, überlege ich, ob ich meinen Haupthandelspunkt ändere und in Genua abschöpfe, dann kannst du mehr in Sevilla machen. Ah, das stimmt, das wäre wirklich... Da würde ich mich freuen. Dann kann ich mehr veruntreuen. Sehr schön. Gut, dann ist es trotzdem wird es noch wenigstens ein kleines Geschenk von Portugal geben, auch wenn wir nicht allzu viel Geld haben. Das werde ich mir nicht nehmen lassen. Ja, es wäre besser, bevor du mir irgendwas schenkst, dass wir gemeinsam in Afrika eben vorgehen und da irgendwas erreichen. Ja, ich habe jetzt mal nach Benin geschaut. Leider führen die immer noch Krieg
Ich weiß nicht, wie lange die noch Krieg führen. Ich glaube, die haben schon einen Krieg geführt, haben eine Provinz verloren und jetzt werden sie schon wieder angegriffen. Das heißt, wir können immer noch nicht angreifen, weil Benin derzeit besetzt wird. Das ist sehr ärgerlich. Ja. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Gut, dann denke ich, kümmere dich nochmal besser um deine Innenpolitik und dann gibt es ja noch jemanden, der mit dir sprechen möchte, Isabel. Ja, geht weiter. Jawohl. Gut, und dann werde ich mal in einen Extra-Channel gehen und mich verabschieden von den Zuschauern Europas und der Welt. So. Channel switched. Ja, meine verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer dieses, ja, grandiosen Theaterstücks, dieser Weltpolitik, die euch hier zuteil wird. König Alfonso VI. De Valois verabschiedet sich erst einmal von euch, aber er ist sich sicher, dass wir uns in Kürze, in vielleicht einem oder wenigen Tagen wiedersehen werden. Und aus diesem Grund bedankt er sich auch für jeden, der zugeschaut und auch zugehört hat, diesem König. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, alles Gute. Euer König Alfonso VI. De Valois von Portugal.